Jolla, was geht? Herzlich willkommen. Warum ist die Klimaanlage noch an, verdammt? Leute, willkommen zu diesem wunderbaren Video, zu einer weiteren Video von Fortnite. Und mit dabei ist heute der liebe Mo. Guten Hallo, Tag. Ich bin Mo. Hallo. Ich schrei nicht so rum, Alter. Das muss auch wirklich nicht sein, ganz ehrlich. Leute, es gibt einen neuen Patch. Und zwar gibt es jetzt eine Dual Pistols im Akimbo, meine Freunde. Das heißt, zwei Pistolen, wie wir sie von CSGO oder auch teilweise von COD kennen. Die werden wir gleich mal ausprobieren. Dann, meine Freunde, es ist endlich soweit. Der Playground Limited Time Mode ist draußen. Ihr seht es hier. Und wir haben ein paar neue Skins drin. Des Weiteren gibt es neue Infos zur Rakete und so weiter und so fort. Da kommen wir aber später zu. Denn jetzt spielen wir erstmal mit den neuen Bleispritzen-Doppel und der Spielwiese, meine Freunde. Und ich würde sagen, Mo und ich jumpen direkt ins Game rein, meine Freunde. Wir gehen hin. Ich lade dich ein, Mo. Komm rein hier. Es gibt hier oben einen Freundeslink. Oh, damn. Ist dieser Playground? Da kann man gegeneinander spielen. Spiel dich bitte. Mach dich einfach ready, Mo. Es geht los, okay? Ich mach kurz mein Fenster zu. Ich bin so gespannt, Leute. Der Playground-Modus ist seit, glaube ich, Herbst letzten Jahres angekündigt. Und ich bin gerade wieder vom Sport zurückgehasselt, damit ich direkt hier mit dir spielen kann. Es wird auf jeden Fall echt geil. Wir haben, glaube ich, unendlich Ressourcen. Haben eventuell die Möglichkeit, hoffentlich die Minimap auszublenden. Das heißt, wir können da Hide and Seek und so weiter und so fort spielen. Können sämtliche Waffen ausprobieren und haben unseren eigenen Fortnite-Server auf einer eigenen Insel. Wie geil ist das denn, Leute? Oh mein Gott, ich freue mich so richtig drauf. Ja, ich würde sagen, wenn das Ding jetzt lädt, Warteschlange ist voll, bitte um Geduld, dann würde ich sagen, warten wir einfach mal und gucken, wann wir dann in den LTM reinkommen. Des Weiteren, meine Freunde, gab es noch ein paar kleinere Bugfixes, die kann ich ja mal ganz kurz hier vortragen. Und zwar wurde das Save the World und Battle Royale Keybinding separiert. Das kann man sich jetzt hier angucken, meine Freunde. Es gibt jetzt quasi einmal hier die Möglichkeit, die Keybinds nur für Save the World und einmal für Battle Royale zu setzen. Das ist ganz praktisch für die Leute, die gerne auch mal Save the World spielen. Habe ich persönlich noch nicht gemacht. Kann man aber auf jeden Fall ganz gut benutzen. Dann, meine Freunde, gibt es einen kleinen lustigen Tweak. Und zwar ist der Fireworks Launcher jetzt drin. Der Granatlauncher hat jetzt Fireworks-Effekte. Ich nehme an, das liegt einfach jetzt an dem Tag der amerikanischen Unabhängigkeit. Dazu kommen auch nochmal Skins in den... Ich glaube, das liegt an Katy Perry, weil... Ey, ganz ehrlich, Firework. Dann haben wir noch einen kleinen Tweak, was das Bauen angeht, meine Freunde. Und zwar sind diese Blöcke, die ja immer im Blau sind, jetzt in verschiedenen Farben. Das heißt, man kann viel, viel besser erkennen, was gerade editiert wurde und was nicht. Das ist, glaube ich, deutlich einfacher. Und jetzt hoffe ich einfach mal, dass wir langsam in diese verdammte Warteschlange reinkommen und ja, direkt in den LTM-Server joinen dürfen. Ich bin mal gespannt. So, Leute, wir haben es endlich geschafft. Wir sind drin und ich würde sagen, Mo, spring raus! Komm, wir gehen nach Tilted, Alter. Auf geht's. Wo bist du denn? Ich sehe dich. Hey, du wirst mir gar nicht angezeigt. Ich sehe dich nicht. Oh mein Gott, Leute! Alter, okay, wir haben jetzt noch was Neues. Die Marker werden jetzt endlich auf der Map gezeigt. Oh, lol. Seht ihr das, diesen riesigen roten Strahl? Das heißt, wenn ich dann Teammates habe. Oh mein Gott, Leute, wir werden auf jeden Fall sowas von alles zusammen Hide and Seek spielen. Okay, ich sehe deinen Marker in der Nähe, aber ich sehe dich auf der Map nicht, Digga. Hier ist das neue Gebäude in Tilted. Oh mein Gott! Oh mein Gott, das wird noch gebaut. Alter, da haben sie sich ja selber mit übertroffen. Ich sehe dich, ich sehe dich, ich sehe dich. Okay, warte, stopp. Bin an dem neuen Gebäude, Hilfe. Stopp. Bleib mal stehen. Ich möchte dich einmal umbringen, du respawnst. Versprochen, okay? Versprochen. So, jetzt kannst du respawnen. Wo kommst du wieder raus? Ist es neu? Alter, ist das nice. Warum oh mein Gott, Leute, ey. Sowas, ich bin wieder in der Luft. Ist ja krank. Und man kann eine Stunde lang rumprobieren. Alter. Und das neue Gebäude ist ja sowas von der Shit. Wenn ihr Bock auf eine Runde Hide and Seek mit Mo, Felix, Alphastein, Standardskill und so weiter und so fort, dann smasht auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Denn wir sehen uns auf der Map ja untereinander nicht. Ist das nicht krank? Und... Ey! Abend! Hör auf, ich muss doch was erklären. Au! Mann! Das ist ja voll geil! Yo. Ganz kurz, wir haben hier die Möglichkeit, richtig nice 1 gegen 1 Duelle zu machen. Wir haben hier die Möglichkeit, uns komplett auszutoben, Leute. Also ich habe so viele Ideen für diesen Modus. Ich möchte erstmal eine riesige Rennstrecke und komplett Tilted bauen, meine Freunde. Ich habe so viele geile Sachen geplant hier. Oh mein Gott, man kann so viel geilen Content hier kreieren. Ich werde mich jetzt auch mal ganz was selber umbringen, um zu gucken, wie das dann ist, wieder in der Luft zu spawnen. Alter, ich habe 800 Holz! Man farmt ja auch ultra viele Materialien. Ja. Moment mal. Ey, das ist ja nicht normal. Ey, schaut euch das mal an, Leute, wie schnell man Materialien hier farmt. Also, wenn ihr auf jeden Fall Bock habt, Leute, dass ich mal was richtig, richtig Fettes mit Felix oder so zusammenbauen. Oder mit Mo oder mit Standardskill. Das ist auf jeden Fall mal ein Daumen runter. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das aussieht, wenn ich dann sterbe. Okay, hier steht dann Respawnen in 9,8. Das heißt, geht ein kleiner Countdown runter. Und ich spawne einfach wieder irgendwo in der Luft, ohne Bus, ohne alles. Ich spawne direkt wieder über Tilted. Ich spawne einfach da, wo ich gestorben bin, nur ein paar hundert Meter höher. Das ist ja geisteskrank. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass dieser Modus so unglaublich geil ist. Es ist schade, dass es nur ein Limited-Time-Mode ist. Ich bin sogar der Meinung,
dass Epic Games diesen Modus wirklich regelmäßig bzw. langfristig drin lassen könnte. Kann aber auch die Entscheidung komplett nachvollziehen, weil wenn man sich mal überlegt, was es an zusätzlichen Serverkosten sind, meine Freunde, das sind natürlich wieder zehntausende zusätzliche Server, die gehostet werden müssen, ohne eine neue Einnahmequelle. Da kann man diese Entscheidung schon nachvollziehen, aber irgendwie kann ich mir dann trotzdem so ein geiles Modell vorstellen. Also ich wäre sogar bereit, für diesen Limited Time Mode zu bezahlen, Leute. Nur, dass ich damit halt regelmäßig Videos machen kann. Wie seht ihr das, Leute? Also schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich fände es echt schade, wenn der wieder raus ist, weil eigentlich ist das mit das Geilste, was sie jemals gemacht haben. Und jetzt würde ich sagen, erstmal auf Wiedersehen, Main Building! Eine Wand hat überlebt. Ich glaub's nicht. Weg damit! Oh mein Gott, Leute. Schaut euch das an. Ey, ganz ehrlich, ich bin so geisteskrank überrascht gerade. Und es gibt hier so viele Paletten im neuen Gebäude, Leute. Schaut euch mal bitte an, wie viel Holz man hier theoretisch farmen kann. Ich meine, gut, wir haben gerade den Materialbuff des Todes. Also ihr seht das hier, Leute. Ich habe jetzt gerade mal mit einer Palette macht man so 530 Holz. Ja, moin, Digga. Ey, Leute, ihr merkt gerade, wie excited. Hab die Waffe. Echt jetzt? Ja. Okay, darf ich die mal haben? Also ihr seht es gerade, Leute, wir testen die gerade nur selber rum. Das ist einfach mit echt das Geilste, was ich jemals gesehen habe. Das ist echt das schönste Geschenk, was Epic Games hätte jemals liefern können. Dieser Modus ist einfach Perfektion. Punkt. Also erstmal schießen wir jetzt damit ganz normal, meine Freunde. Oh! Alter! Oh! Boah, die macht aber... Ey! Geil, Mann! Okay, Mo, ich gebe dir jetzt mal einen Headshot damit, okay? 82er Damage, ja, lol. Alter, zwei Schüsse und er geht down. Okay, das ist krank. Und die hat sogar Pistolenmunition. Ja, moin, Digga. Okay, endlich mal eine Pistole. Nebst den ganzen Fallgenämpf-Pistolen, die man auch wirklich spielen kann. Das sprengt ja einfach mal alles, oder? Also ganz ehrlich, kann man nicht anders sagen. Ich würde sagen, Leute, wir gehen jetzt hin und kümmern uns einfach mal ein bisschen hier um die Stadt Tilted. Ich würde sagen, wir reißen jetzt erstmal komplett Tilted gemeinsam ab, Mo. Und dann bauen wir eine riesige Rennstrecke hier durch Tilted. Beziehungsweise, wir bauen einfach ein riesiges Gebäude. Wir bauen das größte, wir bauen den größten Turm, den wir jemals gebaut haben, okay? Ich habe eine richtig krasse Idee dafür. Aber erstmal brauchen wir eine Menge CP dafür. Es wäre irgendwie noch cool, wenn man die Möglichkeit irgendwie hätte, sich Items quasi direkt zu geben, sprich via Game Mode kommen und vielleicht sogar zu fliegen. Aber ich glaube, das ist ein bisschen zu viel verlangt. Aber alles in allem, Leute. Ey, das ist, also das hier ist echt schon Premium, kann man ja das sagen. Ein geiles Feuerwerk ist geil. Oh, hast du den Granatlauncher? Darf ja. Mal gucken? Da kommt der Granatlauncher. Ach, cool, Alter. Richtig nice. Ihr habt es, glaube ich, gerade gesehen, Leute. Okay, sucht ihr am besten mal C4, Mo. Ja. Und dann würde ich sagen, jagen wir erstmal hier alles schön in die Luft. So. Das hier muss weg. Und tschüdelü, tschüdelü. Sämtliche Gebäude, wo ich gedacht habe, ey, das wäre doch mal geil nachzubauen. Problem ist jetzt machbar, Leute. Und wenn ihr jetzt schon die ersten Aufgaben für uns habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir sind auf jeden Fall bereit und bauen gerne alles für euch auf. Und wie gesagt, liebes Epic Games Team, bitte lasst diesen Modus noch etwas länger da. Nehmt die Server bitte nicht offline, denn das hier ist das größte Geschenk, was ihr, glaube ich, jemals habt, machen können. Und wir haben natürlich auch noch die Einkaufswägen, Leute, mit denen wir riesige Rennstrecken und sowas bauen können. Was ja tendenziell auch gar nicht so verkehrt ist, aber gut. Okay, Mo, ich baue jetzt hier wirklich das größte Gebäude, was es jemals in ganz Fortnite gegeben hat. Alter, das wird so viel Zeit beanspruchen, Wir haben noch ungefähr eine Dreiviertelstunde Zeit. Guckt euch das mal an. So habt ihr Tilted Towers noch nie komplett, also wirklich komplett leergeräumt von uns beiden. Abgesehen von dem neuen Gebäude und dem blauen Haus. Und ich würde sagen, wir geben uns jetzt auch direkt mal rein und bauen direkt das, was ich vorhabe. Um euch einfach mal so einen kleinen Glimpse zu zeigen von Dingen, die jetzt dank dem neuen Spielmodus möglich sind. Ich habe noch gar keine genaue Vorstellung, wie ich es machen möchte. Aber irgendwie wird es schon cool werden. Ich würde sagen, Leute, wir beginnen direkt mal hier vorne und bauen jetzt erstmal das größte und höchste Gebäude, was es jemals in Fortnite gegeben hat, Leute. Alter Schwede. Das wird auf jeden Fall echt gut aufwendig. Aber ich meine, das Schöne ist ja, Leute, Material haben wir hier unendlich viel. Ich meine, guck mal, wenn mir Material fehlt, dann laufe ich einmal hier drüber und habe wieder Neues. Und diese Kiste hier schwebt. Geh weg. Sowas brauchen wir nicht. Ich würde sagen, Leute, ich lasse jetzt mal eine wunderschöne Timeless für euch in Fortnite laufen, wie wir hier etwas geisteskrank Großes erschaffen und bauen. Okay, Leute, das sind die letzten 10 Minuten. Wir bewegen uns auf den Endspurt zu. Wir haben insgesamt noch 9 Minuten Zeit. Danach müssen wir das Ganze natürlich nochmal ganz kurz angucken. Also es wird auf jeden Fall knapp. Wir beiden schaffen das, du. Ne? Jo. Wenn nicht wir, wer dann? Wer dann? Genau, wer dann?
So, wir müssen jetzt auch hier leider aufgrund von zeitlichen Gegebenheiten ein bisschen das Material durchmischen, Leute. Ja, aber es ist leider nicht anders möglich. So, ich bin echt mal gespannt, Leute, wie das hier aussieht, was wir hier fabrizieren. Das ist auf jeden Fall echt, glaube ich, mit Abstand das hässlichste Gebäude, was ich jemals in Fortnite gesehen habe. Aber halt auch das größte, ne? Darf man nicht vergessen. Wenn man, glaube ich, zu viert gewesen wäre und, sag ich mal, alle vier Leute sich einen ungefähren Plan gemacht hätten, dann kann man hier auf jeden Fall echt schon geile Sachen machen. Und genau darauf habe ich nämlich Bock, nämlich richtig fette Häuser hier in Fortnite zu bauen, Leute. That's the goal. Und ich meine, wenn man sich jetzt mal anguckt, wie krass hoch wir schon sind. Das geht auf jeden Fall schon ordentlich ab, wa? So, Leute, jetzt gucken wir uns mal an, wie das Ding aussieht von oben. Wir können jetzt mit Fallschirm mal drumherum fliegen. Alter Schwede, okay, da ist unser Wunderwerk der Technik. Hätte man auf jeden Fall noch deutlich höher bauen können. Aber alles in allem, ja, gar nicht so schlecht, Leute. Ich meine, schaut euch das mal bitte an. Das haben wir gerade innerhalb einer Stunde gebaut. Super. Das sieht echt gut aus eigentlich, muss man. Kann man nicht anders sagen, Leute. Schaut es euch an. Oh mein Gott. Das haben wir gerade einfach mal fertiggestellt. Da fehlen noch ein paar Balustraden und sowas, aber sonst ist das schon gar nicht so verkehrt. Das sieht aus wie die Basis des Bösen in Fortnite, Leute. Alter Schwede. Wir haben hier echt eine Menge Spaß im Playground-Modus. Wir werden auf jeden Fall die Tage mal Hide and Seek hier aufnehmen. Wir werden geistkranke Gebäude bauen. Schreibt uns unbedingt in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Und schaut auf jeden Fall beim Mo vorbei, Leute. Checkt den Playground-Modus aus. Und wir sehen uns natürlich morgen 18 Uhr wieder beim Lippe-Stream. Ah ja, Leute, bevor ich es vergesse, in das Depot sind noch neue Bäume gewachsen. Das ist auch ganz schön. Jetzt haben wir nur 30 Sekunden Zeit. Ich bin mal gespannt, wie das dann hier zu Ende geht. Wir sind quasi in der Mitte der Map. 10 Sekunden verbleiben uns noch. Mal gucken, ob wir einfach vom Server gekickt werden oder ob es ein cooles Event am Ende gibt. Bist du bereit für den Weltuntergang? Nee. Ach Gott. Der Sturm kommt. Jetzt kommt ein Sturm. Gut, Leute, also am Ende gibt es einfach einen Sturm, der bis zur mittleren Zone schrumpft und dann verreckt man einfach und kann sich nicht mehr gegenhalten. Das war's dann. Leute, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns morgen 18 Uhr im Livestream. Haut rein. Bis dann. Tschüss.